Frau Meier hat Halsschmerzen und geht zum Arzt. Guten Tag. Guten Tag. Was fehlt Ihnen, Frau Meier? Ich habe Halsschmerzen. Die Ärztin untersucht sie gründlich. Frau Meier muss lange sagen. Schließlich sagt ihr die Ärztin. Ihre Mandeln sind sehr entzündet. Das Beste ist, wir nehmen sie nächste Woche heraus. Frau Meier erholt sich nach der Operation blendend. Aber nach einem halben Jahr hat sie immer wieder Bauchschmerzen. Die Schmerzen kommen immer an derselben Stelle, rechts. Schließlich kann sie Bauchschmerzen nicht mehr aushalten und sie geht zur Ärztin. Guten Tag. Guten Tag, Frau Meier. Was tut weh? Ich habe Bauchschmerzen. Ihr Blinddarm ist entzündet. Der muss raus. Ein Moment bitte. Ist es die Klinik? Ja. Haben Sie ein freies Bett? Danke. Auf Wiederhören. Und am nächsten Tag schon ist Frau Meier ihren Blinddarm und die Schmerzen los. Ein paar Monate später kommt Frau Meier wieder zu ihrer Ärztin. Guten Tag. Guten Tag. Na, Frau Meier, was ist denn los? Was haben Sie denn? Wissen Sie, Frau Doktor, ich traue mich kaum, es Ihnen zu sagen. Ich habe Kopfschmerzen.